Das ist der T1-Bus mit geteilter Frontscheibe. Der wurde das erste Mal 1949-50 gebaut und wurde in dieser Serie dann mit geteilter Frontscheibe bis 1967 gebaut. Entstanden ist der VW-Bus auf einer Kritzelzeichnung von dem holländischen Importeur Ben Poon, der gesagt hatte zur damaligen Zeit, man benötigt doch ein Fahrzeug, was etwas transportieren kann. Und dann hat sich VW hingesetzt und hat eben Studien gemacht und dieses Auto so entwickelt. Und dann begann die Erfolgsgeschichte dieses Fahrzeuges. Ja. Er ist ja hier auf DDR-Straßen nicht so sichtbar gewesen. Trotzdem war er bekannt. Ja. Sie haben das Fahrzeug ja nicht neu, sondern sicher auch schon gebraucht erworben. Ja, das ist auch nicht mein erster VW-Bus. Ich habe von Anfang an, als ich den Führerschein in jungen Jahren gemacht habe, gedacht, man muss einen VW fahren. Es war auch ein Käfer dabei und dann kam der Bus aus privaten Gründen und räumlichen Gründen, was sich als sehr positiv gezeigt hat. Und es ist auch ein sehr zuverlässiges Auto. Man kann viele Sachen noch selbst reparieren. Also ist eine schöne Sache. Welche Liebhaberei-Geschichte verbindet sich mit diesem Typ? In den 70er Jahren war er beliebt. Ja, in den 70er Jahren fing es auch an, oder vorher schon, dass auch viele Privatleute, junge Leute gesagt haben, das ist ein Freizeitfahrzeug. Vorher wurden sie eben für Beladungen, für andere Sachen genutzt. Und ja, privat ist es halt sehr schön mit der Familie. Man kann Ausbauten machen in den Fahrzeugen und eben auch Urlaub machen dann. Ist schon schön gewesen. In Erinnerung waren die wohl auch sehr oft stark farbig? Ja, das ist die Hippie-Zeit, die hat da sicherlich ein bisschen von Amerika mit rüber geschwappt. In Amerika war ja der VW-Bus in dieser Art T1 sehr verbreitet. Und Flower Power, da gab es also vieles. So, und die Liebhaberei, die wird jetzt in einem Verein weiter gepflegt. Ja. Dieser Verein nennt sich genau wie? Bulli-Kartei e.V. ist ein eingetragener Verein. Und diese Leute haben sich zusammengetan, um eben dieses Fahrzeug weiterhin am Laufen zu halten, weiterhin der Bevölkerung zu zeigen, was es damals in der Wirtschaftswunderzeit gab und wie man Transporte durchgeführt hat, was man alles konnte. Es gibt ja nicht nur VW-Busse, es gibt auch Pritschenbusse mit Hubsteiger, die Dacharbeiten oder an den Laternen oder überall in den Städten genutzt wurden. Es gab alle möglichen Ausführungen. Sie haben die Mitgliedsnummer? Die Nummer 30. Das heißt, Sie waren so ziemlich von Anfang an dabei? Ja, ja. Und jetzt kam die Anregung auch, in die Region des Ostens vorzustoßen, schon seit längerer Zeit? Ja, wir hatten schon mal ein Treffen 1993. Das war direkt an der Grenze zu Berlin in Kleinmachnow. Und nach so vielen Jahren hat man sich dann im Verein in den Sitzungen dazu mit dem Beschluss der Mitglieder das Ziel gesetzt, noch einmal hierher zu kommen, dass viele auch die schöne Gegend hier besuchen können. Oder einige auch mal nach Berlin fahren. Gut, und zufällig ist es die Autostadt Ludwigsfelde. Das passt wohl gut zusammen. Jetzt interessiert bestimmt, wo wird etwas, wie viele Fahrzeuge werden erwartet und wo ist etwas von Ihnen zu sehen? Wir haben unser Treffen auf dem Gelände des Landhotels in Löwenbruch. Und werden dort etwa mit, knapp 100 Fahrzeugen erwartet, die dann natürlich nicht alle immer da sind, sondern auch selber Rundfahrten machen, irgendwelche Exkursionen, Ausflüge, muss man halt sehen. Aber mit etwa 100 Fahrzeugen kann man schon rechnen. Also die Zeit des Treffens beginnt am... Wir sind von Donnerstag, den 17. Himmelfahrt, bis zum 20. Mai in Löwenbruch auf diesem Gelände. Auf dem Gelände. Da stehen viele Fahrzeuge. Ja. Der Mitglieder. Ja. Und dann ist, was ist noch geplant? Geplant ist eine Ausfahrt
zum Siegesturm nach Großbern. Der wird dann besichtigt, damit auch die Leute, die weit gereist sind, sehen können, was es hier alles gibt. Wenn bei schönem Wetter haben sie auch eine sehr gute Rundumsicht. Danach das Museum der Stadt Ludwigsfelde, weil es ja auch sehr viel Technik beinhaltet. Sehr interessant für unsere Mitglieder, dass sie mal sehen, was für Technik hier entwickelt wurde in der Autostadt und sich so mal ein Bild machen können. In Ludwigsfelde werden auch einige Fahrzeuge zu sehen sein. Ja, wir sind also während des Besuchs im Museum auf dem Festplatz mit unseren Fahrzeugen. Das ist dann am Sonnabend, den 19. In der Zeit von? Das wird etwa gegen 16 Uhr, 17 Uhr sein. An dem 19. Können Sie denn so eine Einladung an Ludwigsfelde aussprechen? Auch im Namen der anderen Mitglieder? Ja, trauen Sie sich? Natürlich sind die Ludwigsfelder Bürger eingeladen, mal zu gucken, was es denn für andere Fahrzeuge von damals in den westlichen Bundesländern gab, und können dort gucken gehen, sind natürlich auch eingeladen, mal nach Löwenbruch zu kommen. Ob sie einen Ausflug machen wollen, dort vielleicht mal einkehren oder sich dort einfach mal die Autos anschauen, das ist ihnen dann überlassen. Okay, gut, also in Löwenbruch. Bis spätestens wann? Also vom Donnerstag, den 17. bis Sonnabend, den 19. Ja, der Donnerstag ist ja Anreisetag. Ja, bis 19.05. und Abreise ist der 20.05. Wird da was zu sehen sein, das kann man auf jeden Fall. Wer am 20. noch Zeit hat und will sehen, wie die Fahrzeuge dann alle abreisen, kann natürlich auch da mal einen Spaziergang machen. Das ist ihm ja überlassen. Gut. Also, viel Erfolg für Ihr Mitgliedertreffen. Ja, danke schön. Und viel Spaß auch für Ihre Mitglieder, die ja meistenteils aus dem fernen Westen kommen. Die meisten, ja. Sicher auch ein interessanter Besuch in Ludwigsfelde der Autostadt. Ja, ja. Danke schön. Viel Erfolg.